Hallo zusammen, willkommen zurück bei Toms Korallen. Heute geht es um schwenkbare Strömungspumpen bzw. um einen speziellen, und zwar um die Ocean Motion. Ich muss immer aufpassen, ich komme immer durcheinander. Früher hieß, also es gab damals ein Ursprungsströmungsschwenkgerät, nennen wir es so. Das war die Ostsee Motion hieß sie. So, da war ein Patent drauf, alle möglichen Leute haben versucht, sich für zu Hause sowas nachzubauen. Da gab es noch keine 3D-Drucker, das heißt, das war alles noch nicht ganz so einfach. Die Ostsee Motion war einfach ein Motor, auf dem oben eine Scheibe drauf lag und dann wie bei einer Dampflok war da eine Stange, die rüber ging zu einer anderen Scheibe. Die eine drehte sich und drehte die andere so mit. Ach, egal. Ostsee Motion, guckt es euch an. Das Ding schwenkte auf jeden Fall über Jahrzehnte lustig in der Meeresaquaristik umher. Dann gab es die nicht mehr in der Produktion. Dann ist das Patent ausgelaufen und dann sind neue Pumpen auf den Markt gekommen von findigen Tüftlern, die sich dieses Prinzip aber in abgewandelter Form zu eigen gemacht haben. Ich brauche andere Strömungen da drin. Bisher hinten sind zwei Vortec MP60 und oben drüber nochmal zwei Jaya 350. Das habe ich jetzt so oft gesagt, jetzt habe ich es endlich drin. Also zwei Vortex und zwei Jaya sind da drin. Die schieben alle von oben nach vorne an die Frontscheibe. Das klappt auch soweit ganz gut. Das einzige Problem ist, in der Mitte vom Riff, da kommt keine turbulente Strömung an. Und die Korallen nehmen mir das langsam krumm. Wo noch nicht so viele Korallen drin waren, beziehungsweise die Stöpsel alle noch klein waren, war das nicht so schlimm. Aber inzwischen wird es halt relevant. Da muss ich was dran ändern. An die Frontscheibe wollte ich keine statischen Strömungspumpen verbauen, weil ich die Kabel da nicht aus dem Wasser raus haben wollte, also keine Kabel im Wasser drin und dann doof rumverlegen, und das ist bei der Reinigung immer so blöd. Und Vortex wollte ich mir da vorne auch nicht reinmachen, weil die nehmen einfach so viel Platz. Und das ist dann auch bei den Vortex, dass man da drum reinigt, da muss man auch wieder ins Wasser reinpacken. Nee, wollte ich nicht, also beim Scheibenputzen halt. Deswegen schwenkbare Strömungspumpen. Die haben dann auch den Vorteil, dass sie gegen diese Strömung, die von hier kommt, da schwenken die dann gegen und mal so und immer wieder unterschiedlich. Und dadurch habe ich eine sehr turbulente, abwechslungsreiche Strömung, die sich dann hoffentlich auch so bricht, dass sie in der Mitte vom Becken ankommt und die Korallen dann da auch nicht weniger Detritus und Schmodder und so weiter haben. So, das dazu. Ich bin in der WhatsApp-Gruppe, wo ich bin, das ist diese Acropora-Community-Gruppe. Auf jeden Fall in dieser Gruppe bin ich drin und habe dann rumgefragt, wer von euch nutzt eigentlich welche schwenkbare Strömungspumpe. Und da sind dann eigentlich zwei wesentliche genannt worden. Ne, drei. Einmal ein Modell aus Frankreich, die habe ich aber selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann von Reef Hub, von den Jungs, die auch Reef Spy machen. Also diese Suchmaschine, wo du Korallen online suchen kannst, Reef Spy, guckt euch das mal an. Die haben die Orca rausgebracht und dann gibt es noch von Seawater Engineering. Sie wird vertrieben von Saltwater Solutions und die Firma, die sie herstellt, heißt Seawater Engineering. Das ist aber auch alles kompliziert. Also das Ding gibt es auch noch und die letzten beiden, die Orca und die Ocean Motion, die haben unterschiedliche Wirkprinzipien, also im Prinzip, nein, sie wirken gleich, sie haben beide schwenkbare Pumpenköpfe drin, nur die Orca läuft mit einem Schrittmotor und die Ocean Motion läuft mit Servos, wie aus dem Modellbaubereich. Finde ich beides geil, weil das sind mal ganz andere Technologien. Beziehungsweise das ist moderner, die haben eine digitale Ansteuerung, die kann man dann programmieren. Ich glaube, das geht auch bei beiden. Und ja, ich habe dann nur, weil ich suche den Weg des geringsten Widerstands, ich habe in die Gruppe reingefragt, welche benutzt ihr, welche würdet ihr mir empfehlen. Und mein Kumpel Matthias Kraus, der meinte, melde dich mal bei Andy, das ist der Kollege, der die Ocean Motion macht. Und das ist ein super Typ und geh mal mit dem in Kontakt und setze dich mit dem mal auseinander. Ja, kurze Wege. Andi, Telefonnummer, WhatsApp, ich sage, Andi, ich brauche hier für Schwenki, hast du was? Und er meinte, ja, cool, hat mir dann sowas zusammen konfiguriert, gesagt, was ich da bräuchte und meinte, wie wäre es denn, wenn wir eine Kooperation machen? Ich so, wie meinst du das? Ja, du hast doch auch einen Online-Shop, kannst du bei dir mit unterbringen. Hat mir das Angebot gemacht, dass ich die erstmal ausprobieren kann und wenn sie mir gefallen, dann kann ich sie bei mir mit in den Shop aufnehmen. Und so haben wir das getan. Sprich, Andi hat mir die hergeschickt und ich habe mal das Auspacken und das Installieren so ein bisschen mitgefilmt. Das ist jetzt 5 Wochen her, also seit 5 Wochen hängen jetzt hier die zwei Ocean Motion drüber. Falsche Seite. Da sind sie. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu, wie ich die eingebaut habe. Ja, Gruß an die Jungs von Ocean Motion. Wir packen ja gerade aus. Ich finde das ganz geil, dass ihr einmal das Gimbal ausgehängt. Ich finde es ganz geil, dass ihr eigenes Klebeband habt.
Guck mal hier. Saltwater Engineering. Das ist geil, ne? Einfach Naturklebeband mit einfarbigem Druck drauf. Memo an mich, wenn ich das Video schneide, einmal bei Flyer Alarm gucken, was sowas kostet. Ich will das auch. Jetzt hab ich hier an der Seite, muss ich auch noch aufmachen. Das ist übrigens wieder eins meiner berühmten Messer. Das sind die Messer, mit denen man Leute erschlagen kann oder eine Blutvergiftung zuführen, aber nicht erstechen kann, weil dafür sind sie zu stumpf. Ich gucke mir die jetzt mal an und zeige euch das dann gleich in schön 3D gedruckt. Ist aber leicht, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ocean Motion, da steht es drauf. Ordentliche Anschlüsse. Ich habe die übrigens mit 5 Meter Kabeln machen lassen. Guck mal, da steckt so ein Ding drin, so eine Flocke. Ich habe die mit 5 Meter langen Kabeln machen lassen, weil wir ganz schön Strecke auf dem Becken haben, die da überbrückt werden muss. Das hier ist jetzt der Lieferumfang, wenn man das Ganze auspackt. Das sieht ja ganz manierlich aus. Also was ich jetzt interessant finde, ich habe da auch einen 3D-Drucker und das hier ist PETG. Schwarzes PETG, zeitlose Kiste. Das hier ist übrigens graues PETG. Und das hier ist schon eine Aufnahme optimiert für die Hebaus. Das habe ich so angegeben, als ich es geordert habe. Da kommen diese Halterungen hier drin. Hier sind Schalldämpfer. Das sind Entkoppler, die die Vibrationen, also Vibrationen, ja, Schalldämpfer ist gut, das sind Entkoppler, die die Vibrationen der Pumpe hier entkoppeln. Das ist zum einen gut, damit die Vibrationen nicht an den Steg des Aquariums weitergegeben werden. Zum anderen schont das natürlich die Mechanik von den Servos, die da drin sind. So, jetzt mache ich mal das, was ich normalerweise nicht tue. Ich schaue in die Bedienungsanleitung rein. Ich erspare euch, wie ich versuche zu lesen. Das dauert immer etwas länger. Und dann baue ich die mal zusammen und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Hier mal ein kleiner Zwischenstand. Also hier ist jetzt schon die Bau. Und da ist die passt einfach super in diese Halterung rein. Und dann haben wir hier drin die Dämpfer und dann geht das hier rüber. Das heißt, die ist in dem Winkel, in dem sie auf die Korallen abschalten, man kann sie ein bisschen nach unten machen, unten einstellen, das habe ich gemacht, ist sie hier verbaut. Das ist so das Übliche bei den 3D-Druckteilen, also diese Verbinder hier, wenn das Spritzbus wäre, dann wird es wahrscheinlich etwas schlanker ausfallen, aber da das 3D gedruckt ist, muss man das Material immer so ein bisschen dicker wählen. Jetzt sind da Vinylschrauben drin, ich glaube, das ist Vinyl, korrigiert mich, wenn es was anderes ist. Was ich ganz schön finde, das ist bei vielen 3D-Drucksachen, wenn sich die Leute Gedanken drüber machen, hier ist eine Aussparung für die Mutter, das heißt hier Mutter, die wird hier versenkt, das ist überall so und dadurch gibt das auch einen ganz schönen Formschluss. Ja, es ist natürlich relativ bulky, also der obere Teil der Halterung, aber dafür auf der anderen Seite fällt das hier unten mit der Pumpe wirklich sehr schön aus. War die Montage wirklich dankbar einfach. Jetzt baue ich sie mal im Becken ein, gucken wir mal, wie das aussieht. Ein kurzer Zwischenstand, die Geräte sind montiert, liegt der Controller und jetzt versuche ich mal, die Dinger einzustellen. Ich habe mich jetzt mit dem Laptop hier mit dem Controller verbunden und habe dort die IP-Adresse eingegeben und habe dann diese schöne auf mobile optimierte Interface bekommen. Es hat einen Augenblick gedauert, bis ich es verstanden habe. Also die Verbindung war wirklich super einfach und dann auch sehr zügig. Und man kann dann hier die Ocean Motion Einstellung vornehmen. Man hat viele Möglichkeiten, da seine Werte zu manipulieren. Man kann hier den Tagmodus und Nachtmodus der Pumpen einstellen. Man hat hier dann einen kompletten Überblick darüber, wie die einzelnen Pumpen konfiguriert sind und man toggelt sich dann hier durch die Einstellungen durch. Ich als Usability-Profi, würde ich mal sagen, ich verdiene seit 20 Jahren mein Geld damit, würde anmerken, dass man das eventuell noch etwas benutzerfreundlicher gestalten kann, aber es ist auf jeden Fall übersichtlich. Man hat hier, das finde ich dann eigentlich ganz gut, man hat hier eine Übersicht über alle Einstellungen, die gemacht wurden, über die komplette Konfiguration der Pumpe, nur wie man die eben einstellt. Das ist ein bisschen fummelig, jetzt habe ich es verstanden, jetzt läuft's. Die Pumpen laufen jetzt gerade im konstanten Modus, das ist wichtig, dass die einfach konstant laufen und nicht pulsen. Macht doch keinen Sinn, eine schwenkbare Pumpe zu pulsen. Ne? Die laufen jetzt im konstanten Modus. Bei mir jetzt gerade für die Rotation. Ich habe die hier von da, sind beide, dass sie einmal nach hinten strahlen und sich mit dem Strahl der MP60, die da hinten sitzen, dass das aufeinander geht. Und dann schwenken sie 70 Grad in die Mitte und wieder zurück. Gerade
mit einer Minute und ich werde es jetzt so einstellen, dass diese Schwenkdauer länger ist, dass die 5 Minuten für einen Schwenk brauchen und die andere, also ich werde sie leicht unterschiedlich einstellen, eine auf 4 Minuten Schwenkdauer, eine auf 5 Minuten, damit es nicht ganz gleichmäßig läuft, sondern damit die Pumpen auch gegeneinander verschränkt schwenken und es dann noch zu mehr Turbulenz in der Mitte kommt. So, mein Fazit. Nach 5 Wochen kann ich sagen, die Dinger funktionieren super. Sie machen das, was sie sollen. Ich höre sie nicht, was aber auch, und das muss ich ehrlicherweise sagen, daran liegen kann, dass es hier insgesamt im Raum ziemlich laut ist. Aber auch wenn ich meine Ohren dran halte, dann höre ich auch nichts. Ich habe auch schon mal gesagt, dass die Straton Pro leise sind und da ist mir von anderen Leuten dann entgegengebracht worden, nee, die Straton Pro sind gar nicht so leise, die haben nämlich eine Netzsummen drauf, Arsch auf mein Haupt, es tut mir leid, ich habe es hier nicht gehört, weil hier einfach andere Schallquellen sind. Diese Halterung, das ist das, was bei mir mitgekommen ist, das ist die Halterung für die Jibao SLW30. Die kann viel. Sie hat auch schon einen deutlich kleineren Footprint als jetzt beispielsweise die alten Tunze-Halterungen von den alten Strömungspumpen, von den Tunze Torbell. Da hatte man immer so ein riesiges Teil im Becken drin hängen, weil die mit Magnethalter gekommen sind und so weiter. Das hier besteht oben aus dem Ring, wo sich die SLW 30 einschmiegt und das passt wirklich, ein genialer Formschluss. Dadurch ist es sehr klein, also wenn ihr von der Seite schaut, sieht man kaum was. Aber hier ist einmal die akustische Entkopplung drin, das heißt hier hat man so kleine Gummidämpfer. Ist eine super Sache, kein Schall wird übertragen, keine Vibration wird übertragen und man hat diesen, dieses Gelenk, dass man den Winkel einstellen kann, in dem die Strömung abstrahlt. Das ist auch eine super Sache. Ich finde, das ist für euch ist es grandios. Für mich ist es aber, weil ich die Pumpen da oben habe, ist mir das zu viel. Das ist mir zu viel Plastik, was ich da dran habe. Deswegen habe ich selber was gedruckt. Also wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welchen Winkel und so weiter und so fort, kühl das Ding hier. Für mich war es so, ich habe mir dann selber was gedruckt, was hier schon diesen Winkel von 20 Grad Abstrahlung nach unten drin hat und was auch den gleichen Formschluss hat. Habe ich einfach von Andi die Maße kopiert. Stelle ich euch bei Thingiverse mit rein, könnt ihr auch in der Videobeschreibung unten reingucken, da ist es dann drin, wenn ich es schon online gestellt habe. Ich muss eine Version noch ein bisschen überarbeiten, deswegen kann es sein, dass das noch ein bisschen später ist, als wie ich das Video hier release. Und noch eine Sache ist, wenn die Pumpen da oben so nah an der Wasseroberfläche hängen, dann ziehen die irgendwann Luft. Das ist ganz normal, wenn eine Strömungspumpe oben zieht, durch das Wasser, was die hinten dann durchbefördert, dann bilden sich Strudel und diese Strudel, die ziehen von oben Luft durch. Jetzt gibt es da auch vom Andi, also von Saltwater Solutions, gibt es da auch eine Kuze, die man dazu kaufen kann im Shop, die dann auf diese Löcher da hinten aufgesteckt wird, damit wird das unterbunden. Ist eine super Lösung, dadurch wird es allerdings noch mal ein bisschen größer. Wenn ihr die Pumpe an der Rückwand irgendwo neben dem Schacht habt und man das sowieso nicht so sieht, dann ist das Wumpe. Da sie bei mir voll im Sichtbereich sind, wollte ich das kleiner haben und habe diese Hutze bei mir mit dran konstruiert. Das führt dazu, dass meine Pumpen aussehen wie die Turbinen an einem Jumbojet. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist insgesamt etwas kompakter. So. Also nach 5 Wochen Testzeit kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Geräten, wobei auch ehrlicherweise, was soll nicht daran funktionieren? Sie schwenken hin und her und sie sind leise. Das heißt, das sind eigentlich alle Kriterien, die erfüllt sein müssen. Haken hinter, können sie? Können die anderen wahrscheinlich auch. Warum sage ich das jetzt, können die anderen wahrscheinlich auch? Weil ich mich immer noch so um ein bisschen Neutralität bemühen möchte, auch der Fairness halber den Jungs von Reef Hub, weil wir haben auch schon miteinander gesprochen, zwar nicht über diese Pumpen, aber über Reef Spy, Fairness walten lassen und wie gesagt, Gruß Andi, deine Pumpe, ne, bei mir im Shop und ihr könnt die bei mir im Shop euch zusammen konfigurieren und ich versuche das im Shop so aufzubereiten, dass ihr versteht, was ihr braucht. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Also war es bisher nicht, aber ich gebe mir Mühe, das so aufzubereiten, dass ihr euch da zurechtfindet. So, ein kleiner Nachtrag noch. Der Andy, er heißt nämlich Andy und nicht Andy, hat mich eben nochmal darauf angesprochen, hat mich nochmal daran erinnert, dass wir ja eine 10% Aktion für die ersten 10 Besteller von Ocean Motion Produkten im Shop von Toms Korallen machen wollten. Also schaut mal unten in die Videobeschreibung, da ist der Link zu den Produkten und wie gesagt, die ersten 10 Besteller kriegen 10% da drauf. Dann hat er mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass der Daniel Manz mit seinem Vipers Meerwasser schon 2 Videos gemacht hat, wo die Ocean Motions
sehr im Detail behandelt werden. Ich bin da ja eben nur drüber geflogen, um euch zu erklären, warum ich hier die wie einsetze und dass ihr die bei mir im Shop kaufen könnt. Daniel Manz, der hat sich noch mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Der ist da tiefer rein in das Thema, hat einmal genau, wie baue ich sie auf, wie konfiguriere ich sie. Die Videos, die habe ich euch auch unten reingestellt und die kriegt ihr noch als Infokarten am Ende von diesem Video. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit, happy reefing und bis demnächst. Tschüss!